Okay, jetzt kann ich das öffnen. Es war vor allem der Run, wo ich erstmal verkackt habe, nur kein Estus-Flakon mehr hatte und dann mache ich den platt, ohne einfach einen Estus zu benutzen. Von 100% auf 0. Oh, sieht schon ein bisschen hübscher aus. Hübscher ist schon. Gerades Brauchschwert. Menü öffnen. Jetzt wird uns hier beigebracht, wir müssen das Menü öffnen. Ey, das ist doch viel schlechter. Ein gerades Schwert mit gebrochener Klinge und ohne besondere Fähigkeit. Nur eine irre Hülle würde damit in den Kampf ziehen. Fertigkeit Haltung. Während Haltung angenommen wird, führe einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen und dann einen schweren Angriff, um mit einem Auswisch nach vorne einen Hieb nach oben auszuführen. What? Gibt es jetzt Combo-Angriffe oder was? Das wird ja komplex. Geht's hier hin? Ha. Huh. Ich sehe nicht mehr so gesund aus mit meinen dunklen Flecken da auf der Haut. Das ist ja bei einem dunklen Charakter natürlich nicht so aufgefallen, der dunkle Verschmutzungsgeschiss. Okay. Aus irgendeinem Grund gibt es hier eine Abzweigung. Das spielt doch nicht. Es gibt doch hier. Das habe ich in Dark Souls 1 gelernt. Es gibt keine Stelle, die ohne Sinn gemacht wurde. Es gibt einfach nichts, das. Da, übrigens habe ich da hinten auch noch eine Abzweigung nicht genommen, ne? Fällt mir da gerade ein. Da hieß es, kehre um. Das Lagerfeuer. Und da sieht nach einem Thron aus. Das könnte der passende Thron zum Lord of Cinder sein. Wo geht's hier hin? Das habe ich glaube ich schon irgendwann mal gesehen. Ich glaube, hier ist so das der Haupthub, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist doch hier der Haupthub, oder? In der Mitte wohl mit einem Lagerfeuer. Der Feuerbandschrein. Oder? Ah, Feuerbandschrein. Das wusste ich schon. Den lassen wir hier in der Safe Area. Aber hier gibt es kein Feuer mehr. Das sieht nach einem Herrschergefäß aus, ehrlich gesagt. Wer bist denn du? Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. Okay. I tend to the flame and tend to thee. What? The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. Okay, bei ihr bin ich inzwischen also am Auf. The flames guide thee. Okay, die. Es gibt also jetzt mehrere Lords of Cinder und sie haben ihre Throne verlassen und ich muss sie zurückbringen. Das ist meine Aufgabe, damit das Feuer wieder entfacht werden kann oder damit sie alle hingerichtet werden. Eins von beiden, das habe ich nicht ganz verstanden. Produce the coiled sword at the bonfire. The mark of ash will guide thee to the land of the Lords. To Lothric, where the homes of the Lords converge. Erstmal aufsteigen. Then touch the darkness within me. Hat die Darkness? Take nourishment from these sovereignless souls. Okay. Belastbarkeit steigert natürlich die. Okay, ja. Das steigert die Ausdauer. Stärke, Geschick. Ich glaube, ich mag lieber Geschickwaffen, die mit Geschick skalieren. Ich weiß gar nicht, womit meine aktuelle Waffe skaliert, weil die halt schneller sind. Ist doch die, was Glück bringt. Finderglück. Das ist ja literally einfach nur das. Ich glaube, ich würde Geschick erstmal leveln. Ich kann einiges leveln. Den können wir nicht. Doch, können wir. Geschick und ein bisschen Conditioning für Ausdauer. Ja. Okay, wer bist denn du da oben? Ah. Another one, roused from the sleep of death. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. Bisschen was übersprungen, leider. But we are talking true legends, with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Ich habe gerade einen zerlegt, würde ich sagen. Zusammenbrechen. Don't you think? What a sick joke. Asking us to seek the Lords of Cinder
and return them to their molding thrones. We're talking true legends, though. Er hat wieder das gleiche gesagt mit den wahren Legenden. Sagt immer das gleiche? What a sick joke. Ja. Er sagt immer das gleiche und lacht am Ende dumm. Sehr gut. Gewundenes Schwert einbetten. Hier. Bams. Dann haben wir, glaube ich, wieder einen. Ja, okay. Jetzt haben wir hier wieder im Feuerdingsschrein. Zumindest erstmal ein Leuchtfeuer. Okay. Den wir dann noch rasten dürfen? Ja. Zauber einstimmen. Lagerkiste. Oh, wir haben direkt eine Lagerkiste. Das ist ja so viel geiler. Untoten Knochensplitter verbrennen. Untoten Knochensplitter. Muss ich. Das ist hier für Lords of Cinder oder was? Zauber einstimmen. Habe natürlich auch keinen Zauber. Reisen. Hohe Mauer von Lothwick. Okay. So, haben wir das mal hier hinten noch ein Schmiedchen, mit dem werden wir auch nochmal reden. Oh, hier ist noch jemand. Hallo. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. Die hat eine Inquisitorenrobe. Humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. Mhm. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Okay. Ashen One, fetch so as is I want. No? Okay, hier können wir also. Warum sind wir eigentlich menschlich? Ach, was ist mit Glut zurückerlangt wahrscheinlich gemeint, ne? Okay, Gegenstände verkaufen wir mir sogar direkt. Aber sie hat die Robe an, die im ersten Teil die Versiegler anhatten, die die Stadt überflutet haben. Nur eine sehr, sehr abgenutzte Variante. Ob sie damit was zu tun hat? Ashen One. If my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. Schattenasche. With ash, I'll fashion new wares. Okay. Is it not our sorry fate to sup on death? Okay. Knowest thou of that soppy gossip? Was immer Schattenasche ist. Das beherztes Eingreifen der Pfad zur Glutzeit. So braucht ihr einen Specksteinaschener. Mehr Seelen zum Tausch haben, als ihr tragen könnt. Ein Speckstein? Okay, sie wiederholt sich. Gegenstände verkaufen. Ja, können wir Dinge verkaufen. Das, glaube ich, die so kleinen Seelen zu verkaufen, ist, glaube ich, ziemlicher Quatsch. Es ist Glut. Erhält Stärke der Flamme. Steigert TP bis zum Tod. Okay, das ist quasi die Menschlichkeit, die wir jetzt haben. Aber es geht nicht mehr um Menschlichkeit. Wir haben die Prismasteine. Da kann ich mir, glaube ich, welche mitnehmen. Brandbomben. Lila. Direkt Giftansammlung. Okay, repariert ausgerüstete Waffen und Rüstungen. Rufsymbol hinterlassen von weißen Symbolspöck, Steinknochen, getrocknete Finger sollte nur mit größter Vorsicht benutzt werden. Das sind die, wo man mehr Eindringlinge anzieht, ne? Schlüssel zum baufälligen Turm hinter dem Schrein. 20.000. Seelenfall kaufen. Wir können Waffen kaufen. Dolch, Kurzschwert, Skimitar. Das ist eine B-Skalierung. Ach, das ist der Skimitar, den habe ich damals schon gehabt. Not my. Fackel. Eine Fackel als Waffe. Ich habe den ersten Boss schon platt, wie du wahrscheinlich mitkriegst, weil ich hier beim Händler bin. Talisman, Stab des Zaubers, Hellebarde. Ich könnte, glaube ich, einen besseren Schild verkraften. Relativ bald, aber aktuell habe ich logischerweise keine Seelen dafür. Ich würde aber mir zumindest mal ein paar Prismasteine, glaube ich, mitnehmen. So 10 Stück, wenn wir immer welche haben. Ich fand's auch direkt schwerer, weil alles gefühlt ein bisschen schneller ist und der Dodge viel langsamer. Also der Dodge hier, ups, der ist gefühlt langsamer, oder zumindest sind die Gegner schneller. Ja, genau, ist viel schneller als Dark Souls 1, genau. Das war auch mein erster Eindruck. Muss deutlich, deutlich mehr regeln, das wird echt hart für Lumi, glaube ich. Dark Souls 2 ist ja noch langsamer als Dark Souls 1. So. Hallo. Well, a newcomer, I see. Bist du wieder André? I am André. Ha, André, willkommen zurück. As a humble smith, forging weapons. Geil.
Hallo André. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Ja, brauchen wir. Das ist korrekt. Let me smith your weapons. Klar, gerne. I am a smith. Such is my purpose. Ich habe hier einen abgestumpften Baumstampf mit einem Seil umwickelt. Was kannst du da machen? Waffe durchwirken. Moment. Waffe durchwirken war doch eigentlich das. Smacks, hallihallo, amazing chest ahead. Hallo. Aber Waffe durchwirken, hä? Ah, nee, das ist einfach nur Waffe oder Schild durchwirken. Okay, ich kann gealtertes, ein krudes oder ein feuriges draus machen. Ah, mit 400 kann ich direkt eine Feuerwaffe damit erschaffen, okay. Eine feurige Keule ergibt für mich wenig Sinn. Wir würden halt unseren Base-Damage reduzieren, aber halt Feuer-Damage erhöhen. Und aber wir würden komplett die Attributskalierung verlieren. Komplett. Wir haben jetzt eine Stärke-Skalierung auf C und wir würden alle Attributskalierungen verlieren. Das finde ich krass. Sorrow ahead. Freddy, be careful. Spiel auf Deutsch. I don't want to see my work squandered. Von daher wird es nicht Sorrow ahead, sondern wahrscheinlich Trauer voraus sein, oder? Sowas in der Richtung. Tis good to see what needs me. Ich will mit ihm sprechen. Weapons and protection are sturdy enough by and large. But when overused, they'll eventually break. When their durability is Hallo Chris, danke schön für den Sub. 28 Mal den Ben leiden sehen. Or simply rest und es wird nie langweilig XD. But should chance impel them break, bring them me. I'll hammer them back into shape. They take no pleasure in breaking, I assure you. So, okay. Der sagt uns einfach, dass er uns Waffen reparieren kann, dass er sie verstärken kann und. Wir können Ästungsflakon bei ihm verstärken? Ästungsscherbe zu verstärken, dass Ästungsflakon ist benötigt. Okay. Ästungsflakon. Also, ich glaube, schon ganz okay. So, hast du jetzt mal noch was? Two ways to smith weapons. Okay. Simple reinforcement is one, and infusion the other. Reinforcement is straightforward. It strengthens a weapon without altering its property. Yep. Infusion is a more advanced form of smithing. Ich habe gerade Ergießen gelesen. Infuses an element. Ergießung. Reinforcement requires titanite, and infusion. Requires gems. Da haben wir jetzt schon einen Feuerelischen haben wir mitgenommen als Startbonus. That's my purpose after all. In battle, your weapons are your only friends. Forge them well, and they won't let you down. Hurra, mal bekommen, weil wir ihn gefragt haben. Ah, another matter. Infusing weapons with gems requires a special kind of coal. Coal. My humble coals won't be any use infusing more unusual gems. Okay. I know. Das ist die Parallel zum Gluten oder was? All I have. Auf den ersten Teil. Oh, please don't give me that look. Believe it or not, I'm quite thin-skinned. Ja. Hier kann ich. Also hier ist es reinspringen mit den Abkürzungen, die ich vorhin meinte. Ich will jetzt mal zurückgehen, wo wir gerade waren. Bin ich irgendwo her? Eingravierten Text lesen. Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Oh. Firekeeper. Ja, mit der habe ich schon geredet, mit der bin ich auch schon aufgestiegen. Moment. Achso, ich kann mir hin. Die. Gucken wir uns doch mal die Stühle von denen an. Sind hier überall eingraviert? Sind überall eingravierte Texte. Lootlet der Verbannte. Das sind halt die Bosse, die im Intro schon angekündigt wurden, natürlich. Der heilige Aldrich des Abgrunds. Warum hat der Abgrundthron schon wieder so ein komisches, sowas, was aussieht wie eine umgedrehte Menschenhaut? Das ist doch schon wieder ekelhaft. Bah! So, besser als Emerald Herald in Dark Souls 2. Ich hab keine Ahnung, das weißt du ganz genau. Die Wächter des Abgrunds. Moment, es sind zwei Abgrundthematiken drin. Das sind die Wächter des Abgrunds. Da drüben war auch einer von Abgrund. Huh. Jorm, der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Jetzt gucken wir nochmal, was hier so ein bisschen ist. Oh Gott! Oh Gott! What the heck, Alter, mein Herz.
Holy shit.